So, hier greifen wir jetzt weiter an. Warum stehen meine Leute wieder einfach nur useless rum? Weil eigentlich auch nicht viel bringt hier. Carsten, bist du noch da? Ja, natürlich bin ich noch da. Ich bin nur gerade in mich gekehrt. Achso. Ja, das hat sich so angehört, als ob wurden wir gerade angestupst. Gut möglich, aber das juckt mich eigentlich nicht. Ich will nicht vielleicht Spiel jetzt gewinnen. Ist halt Fame. Es ja. Kann ja nur der dritte Aufnehmpartner sein. Ja, aber Spiel angehalten von nur Hectorio. So. So, jetzt sehen wir ja, es ist nicht mehr viel von den Gegnern übrig geblieben. Wir haben gewonnen. Ja, das ist ja eigentlich schon mal. Jetzt können wir uns doch gerade das Schlachtfeld hier angucken. Bisschen. Gucken wir noch die Statistiken auf jeden Fall noch. Punkte insgesamt hat Hectorio, der Carsten 518. Ich habe 310, bin damit auf dem zweiten Platz. Der Gal ist, hat 70 Punkte, Akbar 87 und Heinrich der Seefahrer 105. Und wieso ist der ganz unten? Na, das ist die Reihenfolge, wie wir gemacht wurden, ja. Achso. Ja, also maximale Rohstoffe 46.392. Na, ist eigentlich egal. Ich hatte, egal, wir gucken einfach hier weiter. Hectorio hatte insgesamt 46.551 Rohstoffe. Ich 30.140. Ja, und die anderen hatten halt weniger. Der interessierte, die hatten übelst. Ja, fast über die Hälfte weniger. Eigentlich über die Hälfte. Militär interessiert. Bananenuli, also ich, hatte mit 121 die meisten Militäreinheiten. Danach kam der Carsten mit 102. Am wenigsten hatte der Akbar. Der hatte nur 41 Erfahrungen. Habe ich 25.711 am meisten bekommen. Und Carsten hat 25.191. Also am zweitmeisten. Und am wenigsten hat Akbar. Also der war echt. Hier sehen wir die Zeitlinie. Was das bringt, weiß ich irgendwie nicht. Eine Linie ist, wie weit du mit deinem Fortschritt kommst und wie weit die Gegner gekommen sind und wie das halt verlaufen ist, ob du stetig am Wachsen bist, immer am Senken. Also ist ein Diagramm, wo man schon sieht, dass man alles kann. Oben kann man einstellen, Anzahl aller Einheiten, Wirtschaft, alles Mögliche. Ah, Anzahl Militäreinheiten. Bin ich auf jeden Fall stetig gesunken und sogar beim Abfall noch über dem Carsten. Hat natürlich... bei der Rohstoffe jetzt, Moment, wo haben wir das? Alle Rohstoffe gesammelt. Geht der Cast natürlich steil nach oben wie eine Rakete. Ich senkrecht. Ich waagerecht bleibe ich. Und die anderen, die sind nicht schon gestorben. Da haben die Leute, was gibt es denn noch? Münzen insgesamt hat der Cast noch wieder mehr als ich. Ja, ich war in den Rohstoffen, bin ich nie so schlecht. EP insgesamt, da habe ich den Carsten bei einem Knackpunkt von 9000, fast 10.000, ne, 9000 habe ich ihn überholt. Von den EP. Zeitalter, also zweite Zeitalter hat der Carsten als erstes erreicht, dann ich, dann der Gal. Ich glaube, alle Zeitalter als erstes erreicht. Stimmt, der Carsten hat als erstes erreicht, dann wieder ich. In vierte kam er überhaupt nicht. Also lassen wir es mal dabei, gell? Und, genau, wir hätten gekommen. Ja, du, ich aber nicht. Ja, das ist mir doch egal. Tänzer, was sind Tänzer? Tänzer, aber ach, das sind diese komischen Hippie-Leute. Ach so, ja, die haben wir ja nicht. Schätze. Können wir nicht an, da sind wir ja ziemlich schlecht. Oh, Gal hat am meisten Schätze. Oh, Schätze habe ich fast gar keinen, gell? Ich glaube, ich einen oder so. Echt? Ich weiß es nicht. Ja, du hast... Nee, du hast... Du hast zwei, ich habe einen. Du hast einen, ich habe zwei. Ja,
Ich kann ja bitte fünf Schätze sammeln. Was ist denn mit dir los? Ja, da hat das Spiel nicht ganz verstanden. Punkt 2 Militär. Oh, da hat der Kass mich überholt. Bei knapp 147 Punkten hat der Kass mich überholt beim Militär. 173, 172 hat er mich ungefähr überholt. Schiffsladungen hat der Kass. Ey, der Kass war noch nicht mal so weit weg von mir. Wir hatten 22 oder 35 oder so und ich habe. Ne, keine Ahnung. Export gesamt bin ich auf jeden Fall steil nach oben gestiegen. Während der Carsten auf dem Diagramm überhaupt nicht. Doch hier unten ist ein 000, ja. Also Export hat der Carsten überhaupt nicht betrieben. Weil, ja, keine Ahnung. Aber er hat auf jeden Fall Handel betrieben, gell, also denke ich mal. Naja. Holz insgesamt, das interessiert mich ja jetzt mal. Oh, wow. Ich habe als Bester angefangen. Bin schön am Steigen bis zum zweiten Zeitalter. Und da ist dann die Wende bei ungefähr. Moment. Ja, ungefähr so 2500 Einheiten bei mir. Da mache ich einfach nur noch einen horizontalen Strich. Bis dritte Zeitalter. Wo ich dann den großen Buddha gebaut habe. Und ab da geht es eigentlich fast nur noch vertikal weiter, während der Carsten hier senkrecht am Hochsteigen ist. Bis. Kurz vor die 16.000. Also das war schon so Nahrung. War ich auch wieder als erstes oben. Ganz oben. Und dann habe ich auch vertikal weitergearbeitet. Obwohl eigentlich hier geht es vertikal und horizontal. Mein Gott, warum verwechsel ich das? Horizontal und vertikal. Handelsposten. Ja, hat der Carsten eigentlich alle geholt. Fast alle. Gebäude. War der Grüne, der Heinrich der Seefahrer, sogar noch über mir. Und als er gestorben ist, halt, hat ihn stark abgenommen. Weil, okay, dann stoppen wir jetzt mal die Aufnahme und wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis dann.